Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute wieder mit dabei, meine liebe Frau Käppchen. Und meine Wenigkeit, der Nobody. Yay. Tja, Lieben, wie ihr sehen könnt, wir sind nur zu zweit. Kein Xentor dabei. Das hat den Grund, meiner Frau habe ich noch kein Solo-Projekt. Mit Xentor habe ich schon ein paar andere Projekte, wo ich zusammen bin. Also, ja, Solo-Duo-Projekt könnte man eher sagen. Mit meiner Frau halt nicht. Und da haben wir uns überlegt, machen wir das so. Da meine Frau auch das Spiel hier mit mir schon lange vorher gespielt hat, sind wir jetzt hier in 7 Days. Und mit Xentor mache ich dann halt die anderen Spiele. Und wir werden auch mal gucken, vielleicht machen wir dann nochmal ein Together, wo wir alle drei in einem anderen Spiel sind, was wir bis jetzt noch nicht spielen. Müssen wir mal schauen. Ja, Lieben, wir haben neu angefangen. Ich bin jetzt nicht auf dem Server, ich bin auf meinem Rechner. Es hat sich einiges in der Alpha getan, nicht wahr, Schatz? Jo, genau. Ich finde, das mit der World Generation ist ein bisschen schwie-schwie geworden, also richtig schwierig. Ich finde, die Welt ist viel kleiner und nicht so abwechslungsreich. Ich hoffe, dass es jetzt besser als wie am Server ist, weil im Server hat man so mosaikmäßig, hier ist mal Wüste, da ist mal minimal grün, da ist wieder Schnee, da ist wieder Wüste, da ist vielleicht ein bisschen Zerstörtes und na, das war nicht so schön. Wir sammeln mal ein bisschen Stuff ein hier. Genau. Die Baumwolle könnte ich dir ja in die Hand drücken. Du bist ja im echten Leben talentiert. Genau, her damit. Ja, sag mal so, wenn du hier die Kleidung designen würdest, würde die nicht so schäbig sein wie in-game. Ja, Jukka. Was? Yucca. Also. Sind wir fast Wüste? Ja, da hinten ist Grenze Wüste. Ah, okay. Wie ihr sehen könnt, ihr Lieben, wir sind schon Level Orange, beziehungsweise ich, weil nochmal ganz bei Null jetzt direkt anfangen fürs Let's Play war blöd. Wir haben schon mal so 2 Minütchen vorgespielt. Ist jetzt kein großes Ding, aber ist ein besserer Start fürs Let's Play, statt dauernd direkt so zu grinden. So. Ja, komm, Stein. War da was? Ne. So. Ein Nest. Ja, Neste waren da hinten lukrativ, muss ich sagen. Hat sich gelohnt. Ach, hier auch scheinbar. Ich habe, glaube ich, nur irgendwo die Eier alle droppen lassen. Aber egal. Ja. Ist jetzt egal. Ja. Wenn ihr das hier seht, dann habt ihr sehr wahrscheinlich einen Marathontag erwischt, wo ich sehr viele Let's Plays raushaue. Ich wollte mal gucken, wie das bei euch ankommt, ob ihr das mögt. Ab und zu könnte ich das mal machen, nur nicht jetzt jeden Tag und nicht zigmal die Woche. Das geht nicht. Vielleicht einmal die Woche oder einmal alle paar Wochen. Weil ich glaube, an dem Tag werde ich vielleicht so 6, 7 Let's Plays locker raushauen. Und das ist schon einiges. Ganz nebenbei, muss man sagen, habe ich ja noch meine liebe Frau. Genau. Die will ich ja nicht vernachlässigen. Und wir haben ja auch noch ein bisschen... Hui, ich dachte, das wäre ein Nest. Wir haben ja auch noch ein paar Vorbereitungen betreffend Schwangerschaft. Hui, ein Häschen, komm her. Ich will dich streicheln. Der sagt das nur so. Doch, ich will streicheln, nachdem ich es erlegt habe. Es hat sich verdünnisiert. Böses Häschen. Gutes Häschen. In der ersten Folge fand ich das so lustig. Da ist ein Häschen. Nö, macht ihm nichts. Batsch. Ja. Und dann ein Kommentar noch. Oh. Was dann geschrien hat, ja. Och, das hat nicht geschrien. Das hat vor Freude gequiekt. Ah, ja. So, wo kommst du schon wieder her? Guten Tag, die Dame. Level up, yippie! Ja! Oh, hier ist noch ein Nest. Cool! Cool. Also ich weiß nicht, ich habe das ganz anders... Na toll, den habe ich jetzt richtig meinen Wald verfehlt. Ich habe das anders in Erinnerung mit der Welt erstellen. Also,
ist irgendwie nicht mehr so. Ja, irgendwie ist was verloren gegangen, finde ich. Klar, es gab immer Hin und Hers mit der Welt. Wenn ich mich noch so an Alpha 10, Alpha 11, glaube ich, war das erinnere, da hattest du ja diese Flüsse als Biomgrenze. Ja? Das war ein bisschen interessant, dass sich da ein bisschen mehr Fluss durchzieht. Da hätte man sagen können, jo, integriert mal Boote. Aber du hattest dann teilweise keine Seen. Also ein bisschen die Balance fehlt mir hier drin, dass man auch mal wieder schöne Flüsse hat und Seen. Klar, das mit den Bergen, dass sie so langsam ansteigen, finde ich, haben sie langsam gut drauf. Aber da müssen auch ziemlich hohe Berge mal rein. Weil ich habe jetzt einige Seeds ausprobiert. Dieser Seed übrigens heißt Marriott. Ja, ich habe mir letztens nochmal eine schrecklich nette Familie auf Englisch angeguckt. Deswegen war ich ein bisschen inspiriert. Und wir zwei sind ja unterwegs. Wir sind ja auch schrecklich nett. Hohoho. Der war wieder gut. So. Was gibt es denn hier Feines? Boah, manchmal meine ich echt, da wären Nester, aber das ist nur so eine Das jetzt. kleine Blatttextur, die ich im Rande wahrnehme. Ja. Okay, aber hier, das sind echte virtuelle Nester. Da unten sind zwei, drei. Was ist denn hier los? Wer stöhnt? Hier ist noch ein Nest. War das deins? Ja, sorry. Stand nicht der Name drauf. Fall runter. Knie nieder. Wo ist er denn? Ach, ganz darunter. Der ist ganz darunter gerutscht. Gut. Ja, ich sag mal so. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen pisst. Muss ja erstmal wieder hochkommen. Vorsicht, hier links runter ist er. Oder war er, keine Ahnung. Okay. Wenn wir hier runter gehen, Vorsicht, Beinbruch. Ah ja. Sagte er und brach sich bestimmt alle Beine. Nicht nur du, ich habe auch immer so ein Talent dafür. Naja, das war glaube ich in der Alpha 10, wo das. Nee, Alpha 12, wo das so. Nee, 11. Wo das so schlimm war mit den Beinbrüchen. Da hast du mir so einen kleinen Hops gemacht. Baff, Beinbruch. Da war das Spiel richtig kaputt. So, ich hätte gern mal ein Häuschen. Im Grünen. Ui, da vorne ist ein Bär, da müssen wir aufpassen. Wo, wo, wo? Also, wo ich jetzt stehe, ich bin noch oben auf dem Felsen und da kommt gerade ein Bär. Ja, dann geh die andere Seite lang. Der legt sich gerade, glaube ich, mit einem Zombie an und meine Gelegenheit. Schatz, genau. Ignorieren. Komm zu meiner Seite. Ja. Du siehst mich auf dem Kompass. Ja. Lauf einfach den Berg lang. Ja. Weil Bären sind böse. Und nein, ich bin kein Bärfeind. Aber auch in echt würdet ihr nicht mit einem Bär kuscheln wollen. Es ist ein wildes Tier. Es ist wirklich ein wildes Tier und das wird nicht gerade hier auf Streicheleinheiten stehen. Der denkt sich eher, ein Snack. Lecker. Klar, viele Bären ernähren sich größtenteils, die Schwarzbären, vegetarisch, aber was die meisten nicht wissen, die meisten Tiere, die sich vegetarisch ernähren, haben auch nichts gegen ab und zu mal Protein, ne? Gut, folgen wir mal dem Weg. Vielleicht kommen wir nach Oz. Ja, toll, Spawn. Hä? Vorsicht, der hüpft. Das ist der wilde Hüpfer hier. Gehst du weg? Okay. Hör mal, du. Der hat mich jetzt so an die Heuschrecke da, an den Grashüpfer aus Biene Maya erinnert. Ist der nicht Flip oder so? Ja. Ja, genau. Nee, ich bin 2 Meter gerannt. Ich habe keine Puste mehr.
Ach so, nur falls ihr euch fragen solltet, ihr Lieben, Rückkopplung kann normal sein. Meine Frau ist nur ein Zimmer weiter. Und ja, vielleicht hört man mich ab und zu mal so doppelt, wenn ich ein bisschen lauter als jetzt spreche. So langsam braucht man echt ein Zuhause. Denn die Kleinen rennen nachts. Die joggen nicht, die rennen. Ist da hinten Stadt? Das ist keine gute Idee. Nee. Liegen bleiben. Da hinten ist ein Haus, aber ich. Ja. Obwohl, weißt du. Oh, ja, das ist Stadt. Das ist Stadt. Aber wenn ich mir die Uhrzeit so ansehe, ne? Müssen wir langsam, ja. Wir haben keine Wahl. Ein Liebespaar auf der Flucht vor den bösen, fleischfressenden, untoten. Oh, das war sein Kopf. Ups. Hä? Was war das für ein Geräusch? Ich glaub Hund. Schatz, Seite. Komm hier rüber. Wir wollen uns nicht mit so einem Vieh anlegen. Ja. Oh, Vorsicht, nicht zu nah am Gebäude, da sind Schläfer. Okay. Da ist ein Zombie. Kusch. Okay, da geht's nicht hoch. Ah, hier haben wir... Wow, Gewitter. Ja. Ich wollte sagen, gehen wir aufs Dach, dann ist es... Aber nee, ne? Drinnen ist bestimmt Party hart, wie ich sagen wollte, bei diesem Gewitter. Aber hier gibt es noch eine Leiter. Gut. Dann Schatz, weißt du, was wir machen? Dach erstmal. Ich habe irgendwie keines. Stamina. Ja. Ja, wir müssen mal essen, mal trinken. Du So, hast wir ja gehen erstmal hoch. schon ein paar Sachen gelootet. Hast du schon was Nützliches gefunden? Sachen? Ja. Zeige ich dir oben. Okay, hier sind auch Schläfer, aber das ist nicht so schlimm. Kommst du hoch? Ja. Los. So, Vorsicht. Ich kümmere mich mal um die Schlafmützen da. Guten Tag, haben Sie eine Erlaubnis? Guten Tag. Ach, da ist noch einer. Ja, selber schuld. Kusch. Gut. Die dürften erstmal versorgt sein und dürften nicht mehr hochkommen können. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns sowas Provisorisches. Es wird sehr provisorisch. Dass kein Geier oder so mal vorbeikommt. Ach so, mit Essen. Ich habe Hühnchenration gefunden. Er hat es ja gesagt, drei Dosen eben. Das ist schon mal Ja. gut, die drei Dosen bringen einen schon mal voran. Ich habe ja noch mein Chili, du hast noch dein Chili, glaube ich. Genau. Und Wasser habe ich auch gefunden. Ja, das geht. Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir Grill und so einen Kochtopf und so kriegen, dann ist alles gut. Gut, ich wollte, nee, keine Axt herstellen, ich wollte Holzrahmen herstellen. Komm, stell mal das mal ein paar her. Wir werden da ein paar brauchen. Jetzt wird's, oh,
Dunkel. Rot? Okay. Was ist das? Wir haben doch noch keine Horde. Eigentlich nicht. Es ist immer noch Tag 1. Also so langsam zweifle ich an dem Spiel. Ich leuchte dir mal so ein bisschen, dass wir was sehen. Waren drei Stück. Ach, Home Sweet Home. Das wird auch das Gewitter abklären. Ja. Ja. Ich glaube, die holen sich gerade gegenseitig kaputt da unten. Wo sollen sie? Hier kann theoretisch nur ein Spider-Zombie hoch. Boah, die sind gerade hardcore laut. Happy, happy Bowing. Halt du mal die Augen offen, ob so ein Vieh hochkommt. Ja, mache Dass ich. wir nicht die böse, böse Überraschung haben. Ja. Haben wir an Tag 1 echt die Horde? Es ist doch asozial. Kann man nur hoffen, dass man es überlebt. Ich sag mal so, die normalen dürften hier nicht hochkommen. Die Rahmen müssten sie aufhalten. Ja, huhu, mache ich auch. Nein, nicht dran setzen. Ah, Gewitter gibt dich endlich. Ja, ihr Lieben, ist euch das auch schon mal passiert? Also, eingestellt war es eigentlich so nicht. Ich muss mal gucken, ob das jetzt die Standardeinstellungen sind. Wenn ja, wäre es schon traurig. Mal gucken, wie wild die Horde sein wird. Stell dir mal vor, wir wären noch draußen gewesen. Ja. Das war jetzt ja wirklich eine Sache von 2 Minuten. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. So, komm nur mal bitte hier rein. Unsere erste romantische Nacht hier oben am Dach. Ja. Hörst du dieses Vogelzwitschern? Ah, danke für die Hilfe, Schatz. Und den Sternenhimmel. Ja, genau. Und der Mann im Mond schaut uns zu.
Genau. Jetzt fehlt noch, dass hier auf einmal das Gesicht von Pennywise auftaucht, wie in der Serie selber. Ja. Und dann so, hallo, ich habe euch da mal Freunde mitgebracht. Die haben auch einen Ballon, der fliegt. Und ja, ich spreche von... Ich spreche vom Original Pennywise, nicht dem Remake-Film. Oh, ich muss für die nächste Aufnahme etwas dringend am Ton machen. Ja, die sind gerade richtig froh unten. Die sind direkt unter uns, die Kerle. Oh je, ich hoffe nicht, dass wir doch irgendwie durchkommen. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wirklich das komplette Gebäude zu Krümmen schlagen. Alle Wände, dass die Statik flöten geht und wir machen Yippie-Yay! Eine kleine Reise nach unten. Na, wenn es so ist, muss man schnellst weitersuchen. Wenn es so ist, dann haben wir erstmal ein Problem. Ja. Dann haben wir erstmal ein Problem. Kannst du gerade weitermachen? Ja. Boah, hardcore. Was? Ah, Party hart. Das ist doch mal ein Willkommenskomitee hier. Ein richtig toller Empfang. Erste Folge seit lang und so geht das wilde Wutz ab. Genau. Genau. So, auch wenn das jetzt nicht so viel bringt, hocke. Und komm mal zu mir, Richtung Tür. Gut, ihr Lieben, ich werde noch bei dieser romantischen Hintergrundbeschallung und diesem schönen flackernden Licht ein paar romantische Stunden mit meiner Frau verbringen. Wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuschauen und sagen euch bis zum nächsten Mal. Käppchen und Nobody. Tschüss. Tschüss.